Und liebe Zuschauer, der Beitrag zu dieser Razzia, der liegt uns jetzt vor. Wir wollen auf das blicken, was heute Morgen in 11 Bundesländern hier in Deutschland passiert ist. Am Vormittag wird die Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann abgeführt. Stunden zuvor, es war noch dunkel, hatten Polizisten das Haus der früheren AfD-Bundestagsabgeordneten in Berlin Nikolas See gestürmt. Die 58-Jährige steht im Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die einen Staatsstreich geplant hat. Beamte des Bundeskriminalamtes rücken an, durchsuchen das Haus, sichern Beweise. Bundesjustizminister Buschmann twittert: Demokratie ist wehrhaft. Seit heute Morgen findet ein großer Antiterroreinsatz statt. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ein mutmaßliches Terrornetzwerk aus dem Reichsbürgermilieu. Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war. Besorgniserregend finde ich, dass Vertreter dieses Reichsbürgertums auch in den deutschen Parlamenten sitzen. Es ist ja auch ermittelt worden gegen eine Reihe an AfD-Verantwortlichen. Und dass diese Personen mit im Deutschen Bundestag Verantwortung haben, Gott sei Dank in der Opposition, zweifelsohne, aber sie sind eben im Deutschen Bundestag, das macht schon Sorge. Bei der Razzia in der sogenannten Reichsbürgerszene wurden insgesamt rund 130 Objekte durchsucht. Unter den Festgenommenen sollen zwei Rädelsführer und drei Unterstützer der Szene sein. Festgenommen wurden die Verdächtigen außer in Berlin auch in Niedersachsen, Sachsen, Thüringen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg sowie jeweils eine Person in Österreich und Italien. Durchsuchungen gab es darüber hinaus in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die mehr als 50 Beschuldigten sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein. Ihr Ziel, ein Coup und die Gründung eines Staates nach dem Vorbild des Deutschen Reiches von 1871. Dazu wollten sie offenbar den Reichstag stürmen und die Bundesregierung stürzen. Besonders brisant, der Terrorgruppe gehören auch aktive und ehemalige Soldaten an, sowie mindestens ein Polizist. Einer der führenden Köpfe ist der 71-jährige Heinrich Reuß, Prinz Heinrich der 13., Angehöriger eines Fürstenhauses mit Schloss in Thüringen. Er sollte nach dem Umsturz offenbar die Regierung übernehmen. Ein entsprechendes Schattenkabinett soll bereits aufgestellt worden sein. Das Justizministerium sollte demnach die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann übernehmen, der Jurist Tim Paul G. das Außenministerium. Die Ärztin Melanie R. aus Niedersachsen war als Gesundheitsministerin vorgesehen und der Reichsbürger Matthias H. aus Baden-Württemberg für Fragen des Völkerrechts. Rüdiger von P. soll den militärischen Arm der Organisation geleitet haben. Bei der heutigen Razzia spürten rund 3000 Beamte von Bund und Ländern den Umsturzplänen nach, in dem bislang wohl größten Antiterroreinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Vernehmung der festgenommenen Verdächtigen soll noch heute beginnen.